1990 habe ich angefangen mit der Lomo zu fotografieren. Da hat es damals von Lomografie noch gar nichts gegeben. Dann später ist da der Action Sampler dazugekommen, dann die Holger, so wie man es zuerst gesehen hat, und dann die LC White. Und die möchte ich mit euch heute anschauen. Die hat ein paar Schmankerl drinnen und ist sozusagen eine 4-in-1 Kamera. Wie das geht, zeigen wir gleich. Jetzt können wir mal schauen, was die alles hat. Also, wo fangen wir da an? Da sitzt der Belichtungsmesser und mit sehr kleinen Fingernägeln kann man da umstellen zwischen 100, 200, 400 und 1600 ISO. Das geht da mit dem Radl. Jetzt sind es 200. Jetzt sind es 400. Nein, jetzt sind es 100. Andere Richtung. Jetzt sind es 400. Ich lasse es jetzt einmal auf 200, weil die meisten Filme, die ich habe, sind 200er. Gut. Dann haben wir da auf der Seite die Entfernungseinstellung 0,9 bis unendlich und 0,4 bis 0,9. Da unten ist der Zugang zum Objektiv und zum Sucher. Da hätten wir sie. An der Oberseite die Filmrückspulkurbel, der Auslöser, das Bildzählwerk und da verbirgt sich der Blitzanschluss drunter. Damit man nicht vergisst, was für einen Film man da drinnen hat, gibt es da ein Fenster, wo man auf die Patrone schauen kann. Genau an die Stelle, wo drauf steht, welcher Film da drinnen ist. Das ist zum Aufziehen, zum Weiterspulen vom Film. Und dann hätten wir noch die Unterseite, der berühmte Motoranschluss, wo ich gar nicht weiß, ob es den überhaupt gibt. Da drinnen sitzen die Batterien. Der Stativgewindeanschluss, der ist da. Damit kann man, wenn man mal ausgelöst hat, den Verschluss nochmal spannen und damit Doppelbelichtungen machen. Naja, und jetzt kommen wir zu dem, was eigentlich das Interessante da ist. HF und FF. Half Frame and Full Frame. Wenn ich die aufmache, dann sehen wir da das Innenleben der Kamera, da kommt die Patrone rein, da wird sie aufgespult und da sehen wir das Objektiv. Und wenn man die Kamera kauft, gell, dann nimmt man da praktisch Negative auf mit 24x36mm. So weit, so gut. Jetzt sind aber da so kleine Einsätze dabei und wenn man jetzt das da rein tut, dann macht man quadratische Bilder. Und zwar 24x24, steht sogar auf dem Klapperl da drauf.
quadratische Bilder. Das sind halt auch 36 Bilder auf dem Film. Und dann gibt es da nachher noch dieses Ding. Wenn ich das da reinstecke, dann muss ich da unten umstellen auf HF für Half-Frame, also Halbformat. So. Und wie die Anleitung also da unten sagt, macht man dann den Verschluss, macht man den Objektivdeckel davon nicht mehr ganz auf. Und Halbformat heißt jetzt, dass man da hochformatige Bilder aufnimmt, die 24 breit und ich glaube 16 lang sind. Dafür kriegt man dann da 72 Bilder aus dem Film raus. Das schauen wir uns dann in einem anderen Film an. Jetzt haben wir gesehen, sogenannte Vollformatbilder 24x36, quadratische Bilder 24x24 und Halbformatbilder 24x17. Das sind jetzt 3 in 1. Jetzt fehlt uns noch das vierte Schmankerl von der Kamera. Es gibt nämlich da etwas, das nennt sich Instant Back Lomo LCA. Und das ist tatsächlich das, was man vermuten würde. Machen wir es so. Das ist das da. Sozusagen eine austauschbare Rückwand, wo man dann diese Instax-Filme da verwenden kann. Da passt natürlich einiges nicht so ganz zusammen, gell? Und deswegen gibt es dann auch noch für die White dieses Zusatzausrüstungsstück da. Das ist die komplette Rückwand. Na, und jetzt bauen wir das halt einmal um. Die LCA Plus und die LCA White sind nämlich so konstruiert, dass man da auf der rechten Seite durch ein sanftes Klick die Rückwand raus tun kann. Die brauchen wir nicht mehr. Und die andere Rückwand einfach reinklicken. Das war's schon. Und schon sind sie zusammengebaut. So. Und damit da ja nichts passiert, haben die Konstrukteure sich überlegt, da tun wir da sowas rein und schrauben damit das Rückteil an. Jetzt kann man das nicht mehr aufmachen. Würde man es aufmachen, dann wäre natürlich hinten alles belichtet. So, wir sind aber noch lange nicht fertig. Die Standardeinstellung steht da hinten oben. ISO 200. Das haben wir gemacht. Steht genau auf 200. Und jetzt sieht man schon, wofür die ganzen Sachen sind. Aufziehen kann man da jetzt nicht mehr. Das heißt, wenn ich jetzt den Verschluss spannen will, dann geht das nur, wenn ich da einmal das hinüberschiebe. Gehört? Noch geht es aber immer noch nicht. Weil ich tue mir jetzt irgendwie schwer, da durch den Sucher durchzuschauen. Okay, auch dafür gibt es eine Lösung. Dieses kleine Teil da, das stecke ich also jetzt da in den Blitzschuh hinein. Das weist mir eh drauf hin. Not for flash. Da kann ich nämlich, das wird da mitgeliefert, so einen externen Sucher da drauf schrauben und festklemmen. Und schon schaut man da durch. Wobei, gell, bei dem Objektiv da braucht man nicht durchschauen. Apropos Objektiv. Das stimmt jetzt natürlich alles nicht mehr mit dieser Geometrie da drinnen. Deswegen wird bei diesem Umbausatz auch eine Korrekturlinse mitgeliefert. Da kann man natürlich nichts reinschrauben, aber die hat Magnete hinten dran. Passt. Das sitzt ziemlich fest. Und in der Anleitung steht drinnen, man soll das auf 0,9 bis unendlich stellen. Das war's. Jetzt kann man da hinten
aufmachen, den Instax-Store reintun, zumachen und wenn ich dann das Rückteil einschalte, dann wirft der Motor die Sofortbilder raus und die kann man dann da anschauen. Tja. Ich glaube, erwarten darf man sich jetzt da nicht irgendwie wunderbare Bilder. Aber für den Spaßfaktor, glaube ich, reicht's. Das werden wir uns dann anschauen in den nächsten Tag. Da mache ich ein paar von den Sofortbildern.